ja, dazu nehmen wir euch mit und hoffen, euch da einen kleinen Einblick geben zu können, wie es da so läuft. So, wir sind jetzt hier angekommen in Genf. Ist schön hier, aber wir sind hier nicht, um Urlaub zu machen. Dafür wäre es auch zu teuer. Aber ja, wir sind ja hier, um uns mit Killerrobotern zu beschäftigen. Und ja, Marius, erzähl doch mal, wie ist denn der Stand bei Killerrobotern? Also, so Drohnen gibt es ja schon. So hört man ja immer wieder, gibt es so Drohnenschläge und so sterben Menschen. Aber was ist jetzt mit diesen, was ist da auch der Unterschied mit diesen autonomen Waffensystemen? Was hat es da auf sich? Ja, autonome Waffensysteme unterscheiden sich von Drohnen noch in der Art, dass Drohnen halt noch ferngesteuert sind. Und auch wenn schon viele Funktionen in Drohnen schon größtenteils ja auch automatisiert dann halt ablaufen, also zum Beispiel Start-Landen wäre zum Beispiel ein Beispiel, oder ja, automatisierte Bildauswertung und Sensordatenauswertung wäre noch ein anderes Thema. Aber der hauptsächliche Unterschied ist, dass ja, autonome Waffensysteme in ihren kritischen Funktionen autonom sind. Und kritische Funktionen sind dann hauptsächlich Sachen wie Zielerfassung und dann auch das Auslöschen von diesen Zielen. Und ja, wir sind jetzt hier in Genf, um an Gesprächen teilzunehmen, die halt geführt werden zwischen Regierungsexpertinnen, wo auch Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit an Bord ist und eingeladen ist, um halt ja, natürlich von der Kampagne ja, gegen Killerroboter zu verhindern, dass Killerroboter wirklich ins Feld geführt werden. Denn noch gibt es die nicht in Militärs, es wird halt viel dran geforscht und die Forschung macht auch rapide Fortschritte. Und deshalb muss halt schnell gehandelt werden und wir müssen möglichst bald ja, dieses ein völkerrechtlich verbindliches Instrument entwickeln und schaffen, damit ja, wir das halt nicht erleben, dass Roboter über Menschenleben entscheiden. Wir haben noch die anderen Leute von der Campaign to Stop Killer Robots getroffen. War super spannend und super interessant, so viele ja, tolle und interessante Leute aus aller Herren Länder kennenzulernen. War noch mit den Abendessen und jetzt Marius als unser Campaigner ist jetzt noch unten, Strategiebesprechung und so weiter. Und ja, ich werde jetzt noch mal ein bisschen Social Media Arbeit machen und dann geht's morgen richtig los bei der UN.